Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und was ihr hier hinter mir seht, das ist das Microsoft Surface Hub. Das ist die 55 Zoll Variante und ich werde jetzt mal ein paar Features von dem Ding durchgehen und erstmal herzeigen, was es kann. Also wir haben hier praktisch den Lockscreen vom Surface Hub und ja, ihr seht hier Datum und Uhrzeit und darunter dann normalerweise die Kalendereinträge, was hier alles am Gerät geplant ist und es kann praktisch gebucht werden wie ein Raum. Und ihr habt dann die einzelnen Optionen, ihr könnt jemanden anrufen, das Whiteboard öffnen oder verbinden. Das heißt, ihr könnt das praktisch als einen Beamer verwenden. Das ist die Microsoft Connect App, die es jetzt auch in der neuen Redstone Build gibt. Also jetzt öffne ich mal das Whiteboard. Und das ist dann eine große Variante von OneNote praktisch. Und was ich dann hier machen kann, ist, ich kann hier die Stifte aus dieser Docking Station praktisch rausnehmen. Also das ist hier angedockt, werden auch hier darüber geladen, über diesen Ring hier. Und dann kann ich hier eigentlich zeichnen, was ich möchte. Ich wähle hier einfach eine Farbe aus. Das geht auch gleichzeitig mit unterschiedlichen Farben. Das heißt, wenn ich hier den zweiten Stift nehme, kann ich mit dem hier zwei verschiedene Farben nehmen, was auch ziemlich cool ist. Und auf der Rückseite hat das dann auch natürlich ein Radiergummi, wie ihr seht. Also ist wie beim Surface Pro 4. Hat auch unterschiedliche Druckpunkte, das heißt, ich kann das jetzt hier mal herzeigen. Das heißt, je fester ich drücke, desto dicker wird der Strich. Also ich kann es jetzt ziemlich gut schreiben damit. Und da das natürlich für Kollaboration im Unternehmen gedacht ist, habe ich natürlich die Skype for Business Integration. Und ich kann hier einfach praktisch jemanden anrufen, kann hier die geplanten Besprechungen anzeigen. Aktuell ist nichts davon festgelegt und natürlich die Person suchen. Dafür öffnet sich dann die Windows 10 Tastatur und ich kann dann einen Kontakt auswählen. Auf dem Gerät läuft praktisch Windows 10 drauf, deswegen gibt es auch sehr viele Features von Windows 10. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es einerseits den App Switcher, Startmenü und auch Cortana ist integriert. Und so sieht das Startmenü von Surface Hub aus. Und ich habe hier die Metro-Apps, die ich aus dem Store herunterladen kann und dann natürlich auch die App-Liste. Was ich hier jetzt mal herzeigen kann, ist so. Und auch hier kann ich ja, unterschiedliche CAD-Designs eigentlich anzeigen. Und so. Und wie ihr hier seht, kann ich das auch in 3D anzeigen. Also es sieht ziemlich cool aus. Die Auflösung vom Display ist auch sehr hoch. Und wenn ich jetzt die App hier entferne, okay, kann ich das eigentlich ja, hier recht gemütlich anzeigen. Und wenn mich jetzt irgendein Detail stört, kann ich einen Screenshot davon machen. Dann wird das direkt in OneNote importiert und ich wähle einfach einen Ausschnitt aus. So. Und kann dann einfach hier markieren, was mich stört und kann das direkt dann als Datei weiterversenden an irgendeinen Kontakt und kann dann direkt damit weiterarbeiten auf irgendeinem anderen Gerät. Also das ist auch ziemlich cool. Dann kann ich das hier auch im Vollbildschirm anzeigen und so funktioniert das dann praktisch auf dem Surface Hub. So. Es ist praktisch eine ja, größere Variante von Windows 10, fürs Conferencing gedacht eigentlich, und deswegen haben wir hier zwei Kameras, hier auf der linken Seite und auf der rechten. Und was das macht, ist wie in Skype, es hebt jene Person hervor, die eben gerade spricht. Das heißt, wenn ich mich jetzt rechts vom Display befinde, dann ist die Kamera eingeschaltet. Und wenn ich mich links vom Display befinde, dann eben die linke. Und so, öffnen wir mal die Karten-App. GPS ist auch integriert. So, jetzt haben wir es. Display ging nicht. Und was hier besonders beeindruckend ist bei der Maps-App, das sind die 3D-Städte. Nehmen wir mal hier Bakersfield. Okay, ist recht flott, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, hier drin ist ein Core i7 Prozessor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein sehr leistungsfähiges Gerät und auch sehr gut geeignet, wenn ich hier Städte in 3D anzeigen will. Muss ich zugeben, dass es jetzt nicht so beeindruckend ist. Nehmen wir mal New York, wo wir ein paar größere Gebäude haben. So. Das Display ist Multitouch und ich
kann wie bei der Windows 10 App jetzt die Städte in 3D anzeigen. Ist auch ziemlich beeindruckend, wie das hier aussieht und auch sehr hochauflösend. Also sehr flottes Teil. Und ich glaube, also was wir bisher getestet haben, ich glaube, es unterstützt über 10 Eingaben, also gleichzeitig mit den Fingern und auch mit dem Stift. Das heißt, ihr könnt da auch massenweise eigentlich hier zusammenarbeiten. Machen wir mal OneNote wieder auf. Das mal herzeigen. Hier, also es heißt hier, die App heißt hier Whiteboard. Und ich kann auch ganz normal auch mit den Fingern zeichnen, wenn ich Lust dazu habe. Und einfach praktisch meine Vorschläge auf diesem Gerät entwickeln, beschreiben und dann jemanden aus dem Team zusenden, beziehungsweise gleichzeitig auch den Bildschirm über Skype for Business freigeben. Das heißt, er sieht dann live, was ich mache und kann auch das Dokument dann öffnen. So, das war es auch schon von mir und vom 55 Zoll Microsoft Surface Hub. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.